Hallöchen, meine lieben Fußballfreunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Football Manager 23. Ja, wir spielen in dieser Folge gegen Viktoria Köln, wie man schon sieht, stehen auf Platz 7, aber ja, ich sag mal so, auch gegen die Letztplatzierten haben wir gerade mal nicht so geglänzt. Ja, wir sind sowieso nur auf Suche nach Spielern und. Ja, da bin ich ja noch welche am Scouten. Das Problem ist halt, das habe ich jetzt erst gesehen, der hat einen Vertrag bis 25, der Köt Raogo. Was man machen könnte, wäre, den mal vielleicht ausleihen. Aber vom Markt her, vom Marktwert her, ja, da wird nichts draus. Ist ein geiler Spieler eigentlich. Kicker top, der ist auch teuer, der Bursche. Hat jetzt auch einen Vertrag bis 26. Der hätte vorher einen Vertrag bis 23. Man hätte den vorher scouten müssen. Ist ein Fehler von mir, aber was soll man machen? Das ist natürlich echt bitter. Potlech, was mit dem? Der hat auch seinen Vertrag verlängert, so wie es aussieht. Okay, dann ist es so, ne? Was soll man machen? Dann hat sich das ja erledigt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Spieler für die nächste Saison. Das steht auf jeden Fall außer Frage. Ja, Köt Raogo. Ist ein Hammer-Spieler. Kann man auch mal zu Ende scouten. Vielleicht können wir den ja mal uns ausleihen oder so. Da weiß man ja nie, wenn er da nicht spielen sollte. Dann kann er ja bei uns Spielpraxis sammeln. Morgalla fällt 1 bis 7 Tage aus. Lebensmittelvergiftung. Eieiei. Hat der schon wieder gegessen? Hat denn eine Lebensmittelvergiftung hat? So, Aue gegen Dresden. Trennen sich 1:1. Das ist gut für uns. Aber nur wenn wir auch gewinnen, dann ist das auch gut für uns. Ansonsten nicht. Deswegen Sieg wäre super, ne? Schauen wir mal. Ja, der, wie man sieht, der Novak ist halt noch angeschlagen. Dann werde ich den auch raustun. Ich bin am überlegen, ob ich ihn reinpacke. Kurzic. Dann Vrenetzi draußen lass. Mogala, der ist auch nicht fit. Dann würde ich sagen, Glück kommt dann da. Auf der Bank. Ja. Machen wir dann so. Bin mal gespannt, was wir gegen Viktoria Köln machen. Ott beeindruckt. Ja, hier wegen Ott, ne? Da bin ich auch am überlegen. Weil eigentlich ist das ein gutes Talent. Sieht man ja auch hier. Deswegen, der hat ja bis 24 Vertrag. Der ist schon mal der Gute. Ja, Nervenstärke als halt 6, ne? Aber sonst wäre der richtig nice da. Deswegen bin ich am überlegen, Training. Ach, der trainiert das sogar. Ja, dann ist gut. Das ist gut zu wissen. So. Wir spielen gegen Viktoria Köln jetzt. Zentrum fokussieren, kein hartes Tackling. Bla bla bla. Ne, ich würde alles so lassen jetzt. Machen wir auch, ne? Genau. Auf geht das. Ah, taktisches Verständnis ist nicht so hoch bei denen, ne? Beim Vrenetzi aber auch nicht, ne? Starker Fuß links. Der auch links, ne? Schwierig. Ja, mach mal. Ach, der kann auch nur links, ne? Ja, bleibt mir keine andere Wahl, dann muss ich Brenetzi da reinpacken.
Ich könnte auch noch Skenderovic da reinpacken, aber nee, lass mal. So, Greilinger hat keine Spielpraxis. Ja, I know. Das weiß ich doch. So, dann wollen wir mal. Auf geht's gegen Viktoria Köln. Ich bin gespannt, was wir daraus machen. Ich hoffe, da wird eine gute Partie für uns. Und dann schauen wir mal weiter. So, hier sehen wir nochmal die Tabellenplatz-Situation. Saarbrücken ist Dritter, ey. Aber ich denke, wir steigen, denke ich mal, auf. Von daher, da werde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Und Anstoß. Ja, regnerisches Wetter heute mal wieder. Aber wir gucken mal. Goden erstmal mit der ersten Offensivaktion. Aber den Ball kriegen sie raus. So, Goden jetzt mit dem Eckball. So, Greilinger. Ah, schade. Warte mal. Haben die das denn gelassen mit variable Flanken? Nee. Oh. Sollen sie behalten? Variable Flanken. Muss ich anscheinend so mal umändern. Bei der Taktik. So, jetzt kommt erstmal Goden mit dem Eckball. Boah, langer Ball auf Meißner. Super gehalten. Und die Abwehr schlägt es mit vereinten Kräften aus dem Strafraum. Ah, jetzt habe ich den Novak nicht mitgenommen. Ne? Den wollte ich eigentlich mitnehmen. Hätte ich den Wilsch zum Beispiel rauspacken können, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Hier passiert nicht allzu viel. Ja, der Daniel Wein hat erstmal eine gelbe Karte bekommen. Das steht schon mal fest. Ja, bei uns läuft das nicht, ne? Bis jetzt noch kein Schuss, ey. So, Steiner hat jetzt mit dem Freistoß. Oh, der ging drüber. Jetzt kommt Viktoria Köln nochmal. Langer Ball auf Sontheimer, aber da ist die Abwehr dazwischen. Der Tim Rieder war das. So, langer Ball auf Lakenmacher, aber die Abwehr kann klären. Jetzt nochmal im Ballbesitz. Vrenetzi. Wird gefoult. Stendera, Goden. Kobylanski schießt, aber voll. Boxt ihn weg. Und es gibt nochmal Eckball für uns. Vrenetzi tritt den Eckball. Langer Ball. Kommt nicht so gut an. Nochmal Vrenetzi. Nochmal Flanke. Tim Rieder schießt. Ja, ging einfach auf den Mann. Mehr war das nicht. Aber gut. Aber jetzt kommen langsam die Chancen auch für uns. So, Halbzeit erstmal 0:0. So, Vrenetzi ist jetzt motivierter. Das ist schon mal gut. Gucken wir mal, was passiert. Bin ich mal gespannt. Ah, sehr gut. So, Freistoß erstmal für Viktor Köln. Risse. Hiller bekommt den. Langer Abstoß, aber
Der kommt nicht an. So, nochmal Freistoß. Irgendwie wie gerade. Fast das gleiche Bild. Nur dass der Hiller direkt nicht ausführt. Den Ball. Tja, nicht allzu viel los hier. Würde ich mal sagen. So, Einwurf. Vielleicht jetzt mal. Steinhart. Ah, flacher Ball. Kommt aber nicht an. Oh, sehr gut, aufgepasst. Kubilanski, Vrenici, Lakenmacher. Drüber. Eieieiei. Den hätte er auch reinmachen können. Der Lakenmacher. So, Freistoß durch Wein. Langer Ball. Rieder mit dem Kopfball. Oh, an die Latte. So, Wein nochmal im Ballbesitz. Goden. Langer Ball auf Renizi. Der will flanken, aber wird abgeblockt. So, jetzt nochmal ein Eckball durch Renizi. Da komme ich genau an. So, wir wechseln mal aus, würde ich sagen. Ja, der Kubilanski spielt halt nicht so gut. Ich hätte jetzt auch keine Alternative, ne? Wir machen mal so Greilinger. Vrenici kommt da. Kommt der Skenderovic da rein. Aber der Skenderovic spielt dann inverser Flügelspieler auf Angreifen. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, sonst wüsste ich jetzt nicht, wen wir auswechseln könnten, ne? Da gibt die Bank jetzt gerade nicht so viel her, ey. Durch die Verletzungen. So, Freistoß jetzt Tim Rieder, Goden. Ballverlust von Goden. Tim Rieder jetzt nochmal. Sehr schöner Ball auf Skenderovic. Goden, Kubilanski, langer Ball, Vrenici, Skenderovic, Stendera mit einem langen Schuss vom Weiten. Ging aber leider nicht rein. Ja, von mir aus. So, Lakenmacher jetzt. Verliert den Ball. Jetzt kann Köln vielleicht kommen. Verlad, Rieder. Was machen die denn da? Abstimmungsprobleme in der Mannschaft, würde ich sagen. Aber zum Glück ging der nochmal vorbei, der Ball. Bitter, 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 würde ich sagen. Ja, wie gesagt, auswechseln, ja, können wir nicht so wirklich jetzt. Ich hoffe, die schießen jetzt noch ein Tor unsere. Wir fordern mal ein bisschen mehr. Steinhardt sieht gelb. Ja, sieht nach einem torlosen Unschieden aus, ne? Ah, vielleicht kommt noch eine Chance. Stendera jetzt nochmal auf Renizi. Komm schon. Ah, ja, war die letzte Chance. Der Schiri hat auch direkt abgepfiffen. Ja, 0-0, liebe Leute. Ein torloses Unentschieden. Saarbrücken gewinnt 1-0 gegen Osnabrück. Essen gewinnt 2-0 gegen Bayreuth. Meppen gewinnt 3-1 gegen Halle. Oldenburg verliert 0-1 gegen Duisburg. Und Wien-Wiesbaden verliert 0-1 gegen Ingolstadt. Ja, wir sind immer noch auf Platz 1 mit 2 Punkten Vorsprung. Wir hätten heute ausbauen können, aber das war wohl nichts, ne, würde ich sagen. Der Satz mit X, das war wohl nichts. So, wir spielen als nächstes auf jeden Fall gegen MSV Duisburg. Da müssen wir auf jeden Fall wieder punkten.
Müssen wir echt mal gucken. Luan Klose. Doan. Also Freiburg 2 gegen Dortmund 2 und Mannheim gegen Elversberg. Mogalla nimmt wieder Training auf, das ist schon mal was. Elversberg gewinnt 0 zu 2 gegen Mannheim. Und Dortmund 2 gewinnt 1 zu 2 gegen Freiburg 2. Alles klar. Aber wie gesagt, wir spielen auf jeden Fall gegen Duisburg als nächstes. Oh, wir haben sogar englische Woche. Englische Woche haben wir. Ab nächste Woche. Zwickau gegen Ferl. 0 zu 1 gewinnt Ferl gegen Zwickau. Ja. Es werden immer weniger Spiele, liebe Leute. Bis wir die Saison vorbei haben. Von daher. Ja, wie gesagt. Ah, Marc Schneider ist der neue Trainer. Okay. Alles klar. Aber wie sieht es mit Novak aus? Ja, der könnte auf jeden Fall wieder mitmachen. Der ist schon mal perfekt. Deichmann fällt auch nicht mehr so lange aus. 5 bis 11 Tage noch. Das ist schon mal echt praktisch. Dann ist er auch wieder dabei. Der Süle fehlt noch 3 Wochen bis 2 Monate. Aber wird Zeit, dass die wiederkommen. Die Spieler. Ich würde sagen, Vrenetzi packen wir dann wieder auf links. Der Kubilanski auf rechts. Und dann würde ich sagen, Paul Nowak kommt wieder rein. Vrenetzi kommt auf jeden Fall auf die Bank. Sollen wir Vrenetzi trotzdem links reinpacken oder Greilinger drin lassen? Greilinger hat bis jetzt 3 Tore und eine Vorlage. Ich würde weiter auf den setzen einmal. In der Hoffnung, dass der vielleicht noch eine Bude schießt oder so. Aber da warten wir doch mal ab. Liebe Leute, ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.